Moment. Die Polizei ist hier, ich soll das unterbrechen, was hier als Durchsage gilt. Und er ist Pfarrer, er ist Seelsorger, bitte. Wird sicher, Megafon wird sichergestellt. Genau, danke schön. Danke für die Aufmerksamkeit zu weit. Unser Pfarrer aus der Schweiz, der war heute da und hatte eine Rede an die Polizei gewendet, um sie zum Nachdenken zu bringen, auch im christlichen Sinne her, ihre Aufgaben liegen. Menschenwürde ist unantastbar. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was können mir Menschen antun? Wenn wir diese Not ausgebreitet haben, so wie es dieser Psalmbeter macht, dann hat dieses Was können mir Menschen antun einen ganz anderen Klang. Also es ist halt das alte Katz-Maus-Spiel. Demos werden verboten. Da werden Eilversammlungen angemeldet. Die wurde jetzt in Fürth dahingehend verboten, dass es ja Corona-Leugner sind. Deswegen werden alle Demos in Fürth verboten, weil Corona-Leugner dürfen offenbar nicht demonstrieren. Und jetzt werden die Leute hier halt des Platzes verwiesen. Eilversammlungen wurden alle verboten. Es waren ungefähr 30, 40 Demos angekündigt. Die nächste, die jetzt gerade angekündigt wurde, ist in Erlangen, soweit ich weiß. Und es wird halt alles verboten. Und es wird vor allem mit der Begründung verboten, es ist regierungskritisch, es sind Corona-Leugner und es steht bei der Stadt Fürth drin, die Leute, die das angemeldet haben, sind Corona-Leugner und deswegen dürfen sie nicht demonstrieren. Und das ist natürlich, also demokratiefeindlicher geht's nicht. Ich bin für Frieden und Freiheit hier. Klarheit. Muss einfach was passieren. Wer solche Maßnahmen unterstützt, unterstützt Menschenverachtung. Was unterscheidet auf der moralischen Ebene zwischen einem Vergehen und einem Verbrechen? Bei einem Vergehen vergeht man sein Gewissen vielleicht einmal. Bei einem Verbrechen hat man sich daran gewöhnt, dass das Gewissen aussetzt und man erlebt das als sehr praktisch. Sie bestrafen hier niemand Böses, sie setzen Böses durch, wenn sie diese Gesetze nicht hinterfragen. Bravo! Ich lese zwei Absätze vor aus dem Bundesbeamtengesetz, zu dem unter dem jeder Bundesbeamte steht. Also ich hoffe sehr, dass wir miteinander einen Weg finden. Aber ich hinterfrage einfach Corona. Aber mit Faschisten und Nazis also und mit der AfD finden die keinen gemeinsamen Weg. Also ich bin ganz viel auf Demos und ich kenne keinen Nazis. Ist denn doch ein Nazi? Ich habe keinen gesehen. Wenn ich jemanden sehe, dann sage ich ihm, er soll gehen. Der Faschismus ist ganz was anderes, junger Mann. Das ist jetzt ganz passiert. Nein. Das ist Faschismus. Nein. Das ist eine Verharmlosung dessen, was diese Menschen durchgemacht haben. Und ich bin alt genug, dass ich noch solche etliche kennengelernt habe. Und die haben mich geprägt, glauben Sie es mir.
Die Polizei hat nur eine einzige Chance, früher oder später. Haltet mit uns zusammen. Lasst euch nicht mittenseitig links und rechts, was weiß, den ganzen Scheiß reinstellen. Ihr werdet letztendlich auch zu den Verlierern gehören. Wir machen doch gar nichts. Wie lange wollt ihr das mitmachen? Wie lange? Und dieser beschissene Deckmantel mit der Solidarität ist so heuchlerisch. Das ist abartig. Wie kann es sein, dass man bei 99,5% der Menschen, die mit Corona nichts zu tun haben, dass man da von Solidarität spricht? Ich bin immer solidarisch zu Alten oder zu kranken Leuten oder zu wem auch immer, keine Ahnung. Ich nehme Rücksicht. Ich helfe den Menschen, wenn ich sehe, die kann man helfen, ja? Und das ist nämlich Menschlichkeit und Solidarität. Und es hat nichts damit zu tun, dass die Regierung über uns bestimmt. Ihr müsst jetzt im Heim bleiben, ihr dürft nicht sterben, ihr entscheidet euch. Fragt doch mal die Alten. Ich glaube, ein Großteil davon ist sowas von einsam. Die haben überhaupt keinen Bock mehr darauf. Die möchten nur noch ihre Liebsten sehen. Weil das ist das Allerschlimmste, Einsamkeit. Wartet doch bitte auf einen Anwalt! Wartet doch auf den Anwalt! Ey, Scheiße! Das ist doch ungerecht! Das ist doch keine Demokratie! Wissen Sie, dass Kinder mittlerweile anfangen, sich selbst zu verletzen, weil die das nicht mehr zu Hause aushalten? Und dass die häusliche Gewalt dermaßen angestiegen ist? Jeder, der hier mitmacht, tut die Kinder mit missbrauchen! Jeder macht das! Das ist unglaublich. Ja.